The Swords of Ditto. Ja, und damit herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play-Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir The Swords of Ditto aus dem Hause Devolver Digital. Und ich, abgesehen von der Musik, die ich einfach nur mega finde gerade, muss ich gerade mal was sagen. Und zwar, ich habe ja eine Logitech, ne, G910-Tastatur, die beleuchtet ist. Und die Tasten reagieren auf das Spiel. Ich feiere das total. Eben beim Intro schon. Als die Publisher und Entwickler gezeigt wurden, waren immer verschiedene Farben und bestimmte Tasten angeleuchtet. Und jetzt habe ich gerade so einen Leuchtturm-Effekt. Die Tasten werden so in dem Leuchtturm, ja, ne, ihr kennt das ja, so ein Scheinwerfer-Effekt. Immer so eine Drehung ist das. Ich kann das gar nicht beschreiben. Vielleicht hau ich das mal auf Twitter raus, wie das aussieht. Total geil. Hatte ich noch nie bisher bei irgendeinem Spiel. Feier ich total. So, aber worum geht's hier? Ich, ja, hab mir das in der Preview schon mal angeguckt und es hat mir so gut gefallen, auch vom Grafikstil, dass ich einfach gesagt habe, ich mache ein Let's Play davon. Es ist ein RPG und ja, mehr weiß ich auch eigentlich schon gar nicht über das Spiel. Hab soweit alles eingestellt, Steuerung geschaut und würde sagen, wir schauen mal, was gibt's denn? Heldenmodus. Wer im Heldenmodus spielt, erkennt an, dass der Tod, das Ende und die Zeit immer gut gegen uns, immer gegen uns ist. Immer, das ist schlecht. Normaler Modus, der für die meisten Abenteurer empfohlen. Normale Modus bietet eine ordentliche, aber faire Herausforderung. Entspannter Modus, wenn du es locker angehen und die Sehenswürdigkeiten bewundern möchtest. Im entspannten Modus ist Ditto alles etwas ruhiger. Nee, ach weißte, normaler Modus. So, das passt. So, ich bin dran. Aufwachen. Wach auf. Hey, Dornröschen, aufwachen. Erinnert mich gerade an Link's Awakening. Sag nicht, dass wir schon beim ersten Hindernis gescheitert sind. Vielleicht muss ich einfach mal die Nase zuhalten. Oh, hallo. Wer bist du denn? Nichts bringt jemand schneller wieder zu Sinn als Sauerstoffmangel. Ich mag den jetzt schon. Okay, guten Morgen, Schlafmütze. Schön, dass du endlich ansprechbar bist. Gut, die wichtigsten Dinge zuerst. Wir müssen dir als erstes das Schwert beschaffen. Siehst du das leuchtende Schwert da? Folge ihm. So, wie folge ich denn? Noch gar nicht. Aber ich bin mal wieder viel zu schnell, oder? Muss das Lampenfieber sein. Wir haben allerdings eine Menge zu beerden. Eine Menge zu bereden und sollten uns schon mal auf den Weg machen. Oh, und ich sollte mich wohl vorstellen. Ich heiße Puku. Freut mich, dich kennenzulernen. Und jetzt lass uns in die Stadt gehen. Ja. Ja, ja, wir können laufen. Ich spiele das Ganze übrigens mit Controller, wem es noch nicht aufgefallen ist. So, linker Stick ist Rennen. Rechter Stick ist so ein bisschen, ja, ein bisschen umschauen. Und was können wir sonst noch machen? Hüpfen geht nicht. Das ist beim RPG auch meistens nicht möglich. So, oh, die Musik ist einfach so schön. Ich weiß, wir müssen nach links, aber ich muss einfach mal gucken, wo es hier sonst noch so hingeht. Nicht da lang. Folge dem leuchtenden Schwert, du Dummerchen. Ja, gleich. So, wir spielen ein Mädel, so wie es aussieht. Das war in der Preview jetzt nicht, aber ich meine, das ist ja auch noch erst Geplänkel. So, schwimmen gehen können wir nicht. Also, es sieht nach einem Mädel aus, oder? Ist das ein Kerl oder? Ich würde sagen, wir sind ein Mädchen. Bin mir nicht ganz sicher. Boah, der Grafikstil, ne? Ich meine, das war ja bei Sundered schon geil, aber hier, das ist natürlich noch, ja, auch schon mega gut gemacht, ne? So, hier können wir... Nein, nein, du musst zum Licht gehen! Mir ist schon klar, dass das ohne Kontext etwas eigenartig klingt, aber vertrau mir! Ja, ja, ja. Ich vertraue irgendwie keinen Hirschkäfern, die mich fremd ansprechen. Was? Mantelmanns dicke Strandsocken. Versteckt eure Schrecken mit Mantelmanns... Was? Eure Schrecken? Was haben die für Füße? Ich habe keine Ahnung. So, hier haben wir irgendwie ein unförmiges Yoshi-Ei. So, mal schauen. Auf jeden Fall gefällt es mir schon jetzt hier gut. Ich bin mal auf das Kampfsystem gespannt. Da weiß ich nämlich noch nicht so viel drüber. Und übrigens, die Tastatur reagiert schon wieder, ne? Ich habe jetzt hier, das ist ja so beigefarben, der Weg. Und die Tastatur erstrahlt gerade in beige. Ich finde das so geil, dass meine Tastatur darauf reagiert, was im Spiel passiert. Das ist ein großes, da ist ein großes Paket drin. Das eine Ende ist weich, das andere fest. Sehr eigenartig. Hm. Nein, nein, du musst zum Licht gehen.
Mir ist schon klar, ja, ja, ja. Können wir den irgendwie so lange nerven, dass er uns irgendwie anpumpt oder so? Ich habe keine Ahnung. Gut, da wird es dann gleich auch nicht lang gehen. Wir können auch nicht sprinten, sonst würde ich ein bisschen schneller laufen. Aber ich will die auch gar nicht durchsprinten, ganz ehrlich. Erinnert mich gerade so aus einer Mischung aus Zelda und Secret of Mana und überhaupt und der Grafikstil. Ja gut, ich habe bisher noch kein Spiel gespielt, was einen solchen Comic-Grafikstil hat. So, mal gucken, was für eine Farbe kriege ich jetzt. Ne? Ist wieder so ein leicht grün-beige Farben. Ah, guck mal. Der Herr da oben kommt mir sehr bekannt vor. Torfsegen. Hm. Das ist die größte Stadt auf der Insel, aber für eine Tour ist es später noch Zeit. Jetzt gehen wir erstmal zur Statue. Na dann. So, es tut mir jetzt schon leid, wenn ich so viele Zelda-Anspielungen mache, aber das Spiel wirft mir die geradezu vor die Füße. Deswegen entschuldige ich mich jetzt schon mal dafür. So, was ist hier? Lokas. Und wieder ein langweiliger Tag im Paradies. Ich weiß, ich sollte mich nicht beschweren, aber im Augenblick würde ich töten, damit hier mal was Aufregendes passiert. Nein, das meine ich nicht wörtlich, töten. Ich habe das nur so gesagt, obwohl es definitiv ein bisschen Pfeffer in die Sache brächte, was? Ja, alles Psychopathen hier, merke ich doch jetzt schon. Das ist viel zu fröhlich hier. Hier muss man doch durchdrehen, ganz ehrlich. So. Arthur. Okay, tut mir leid. Ich wollte dich nicht ignorieren. Mich beschäftigt nur gerade etwas. Mein Opa hat mir gesagt, dass Momos Rückkehr kurz bevorsteht, wenn man lautes Scheppern und Krachen aus dem Boden hört. Letzte Nacht ertönte unter meinem Haus so ein gewaltiges Klappern. Es kann nicht sein, oder doch? Okay, er geht einfach weg, redet aber weiter. Alles klar. Oh, ich will ein Eis. Makrus. Heißt er nicht Markus oder ist es extra? Hey, sieh dich ruhig um. Achso. Ah, okay, Burger. Halb durchgebraten auf ein leicht angeröstetem Brioche-Brötchen. Oder Brioche? Brioche? Ich kann kein Französisch, keine Ahnung. Nicht gesund, aber wen kümmert das? Ein leckerer Hotdog, nicht heiß, aber immerhin lauwarm. Denk lieber nicht daran, was da alles drin ist. Das sollte man im realen Leben übrigens auch nicht. Donut, ein normaler, ringförmiger Donut. Klar, recht gewöhnlich, aber ein Klassiker. Hm. Ein Keks mit Schokostücken, bitte versuch hier nicht alles zu krümeln, ja? Ja. Sei vorsichtig da draußen. Aber immer doch. So, Sticker-Check. Oh Mann, ich gucke mich viel zu viel um. Hey, was machst du da? Die Statue, da geht's lang. Ja, ist ja gut. Ich geh jetzt erstmal zur Statue, komm. Ich denke, wir kommen bestimmt hier später nochmal hin und können uns noch in Ruhe umschauen. Weil wir können ja hier auch noch nichts machen, wie wir gerade gesehen haben. Wir haben keine Kohle, wir können nicht in irgendwelche Häuser rein. Also geht es erstmal nach oben. So, da haben wir den Erkazu. Aha, cool. Nicht schlecht. So, ich gucke jetzt nur gerade, was hier ist. Ne? Ich werde jetzt nicht die Leute nochmal ansprechen. Hier gibt es irgendwelche... Oh, geil, wie früher. Ne, diese tollen Kaugummi-Automaten hat man heute gar nicht mehr. So, ist das hier? Hier sind auch noch Häuser. Da oben, oh, eine Vase. Moment, ich muss kurz was testen. Ach, schade. Ich dachte. So, was knarzt denn hier die ganze Zeit hier? Dieses... Sind das die Vögel oder? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist auf jeden Fall die Möwe. So, und dann... Erweisen wir uns dem Schwert als würdig. Als du das Schwert ergreifst, spürst du, wie eine geheimnisvolle Macht durch deine Adern fließt, die dir die Kraft deiner Vorgänger verleiht. Du bist zum Schwert von Ditto geworden. Tada! Sieh nur, wie du dastehst, so glänzend und heldenhaft. Ich sollte jetzt wohl ein paar Sachen erklären, was? Auf Ditto liegt ein Fluch. Alle 100 Jahre erhebt sich diese fiese Hexe Mormo, um ihren bösen Einfluss im Land zu verbreiten. Böse Kräfte ohne Gegengewicht sind irgendwie unfair, deswegen erhebt sich auch ein Held oder eine Heldin. Das Schwert von Ditto, um gegen Mormo zu kämpfen und ihre bösen Pläne zu durchkreuzen. Hinweis, das bist du. Ja, was? Ich weiß, du wurdest gerade erst angespült und das muss ziemlich verwirrend sein, aber ich mach die Regeln nicht und es gibt auch keine Beschwerdeabteilung, also halt einfach die Fresse. Du willst wissen, was an Mormo so schlimm ist? Naja, es weicht ein bisschen vom Drehbuch ab, aber warum zeige ich es dir nicht einfach? Ist bestimmt besser, als weiter zuhören zu müssen, oder? Dann komm zu ihrem Palast. Geht's hier entlang. So, was habe ich denn jetzt hier? Y. Oh, hab ich jetzt einen Vogel abgeschossen? Im wahrsten Sinne. Ah, Schwert, okay. Oh, cool.
Okay, warum steht da... Also Y ist ja offensichtlich nur Bogen. Ach so, den habe ich gerade... Ah! Fackel? Ach so, Y... Ach so, ich muss das mit dem Steuerkreuz machen. Okay, und 5 Bomben. Das probiere ich jetzt aber nicht aus, weil ich habe nicht so viele Bomben. Okay, damit kann ich mir also... Das sind Shortcuts sozusagen. Alles klar. Ich bleib mal auf dem Bogen, ne? Haben wir unendlich Munition für den Bogen? Also ich sehe nicht, dass irgendwo Pfeile weniger werden. Das heißt, ja. Sollte soweit passen. So, wir haben die Kräfte unserer Ahnen. Das Schwert von Ditto ist in unserem Besitz. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es uns wahrscheinlich nicht so viel bringt. Cool, Tastatur leuchtet gerade lila. Sorry, ich werde jetzt nicht immer von der Tastatur reden. So, Poco, sieh dir nur mal all diese schrägen Vögel an. Schätze, sie spüren, dass ihre fiese Herrin bald zurückkehren wird. Schauen wir uns den Turm an. Mal sehen, ob es sich schon was getan hat. Aber sei vorsichtig. Es wäre echt blöd, wenn du gleich bei der ersten Herausforderung sterben würdest. Ja. Mhm. So, Hirschkäfer waren wir schon immer suspekt. Momos Palast, Stufe 1. So, ich gehe erstmal hier hin. Kann ich? Jawohl. Ach, dann hätte ich wahrscheinlich im Dorf auch jetzt gerade die Vase zerschmettern können oben, oder? Es tut mir leid. Ich muss das einfach testen. Ich hoffe, nein. Wir müssen uns erst um den Palast ansehen, bevor wir weitermachen. Ja, okay. Dann mache ich die Vase später kaputt. Egal. So, wer will auch jetzt wieder zurück ins Dorf, wo es jedoch interessant wird. So, aber ich gucke trotzdem mich mal gerade hier noch ein bisschen um. Also in den Büschen ist anscheinend nichts versteckt. Obwohl, da, was ist das? Ah, okay. Die großen Büsche können wir offensichtlich nicht kaputt machen, nur die kleinen. Okay. So, wie sieht das denn aus hier? Kann ich... Ah. Oh, nice. Ich glaube, die können mir eh nicht viel tun, ne? 2 Treffer. Ah, die zieht automatisch. Also zumindest so ein bisschen, ne? Muss nur in die Richtung ungefähr zielen, dann wird es automatisch angevisiert. Naja, gut, nicht ganz. Also ungefähr in die Richtung. Ne? Der Pfeil ist nämlich eben auch in die Richtung geflogen. Das Faire ist eigentlich, dass man unendlich Munition hat. So, das war offensichtlich richtig. Kann ich die Knochen mitnehmen? Nein, okay. So, ist irgendwas in den Büschen drin, weil dann mache ich alle Büsche kaputt, die es hier gibt. Das könnt ihr aber glauben. So, was ist das hier? Alright. Oh, was ist das? I. Okay, da geht es anscheinend noch nicht lang. Ein riesiger, lilafarbener Haufen von irgendwas versperrt uns den Weg. So. Da ist noch so ein Schädel. Ich habe keine Ahnung, ob wir hier, müssen wir hier irgendwas machen. So, ich glaube, hier ist sonst nichts, ne? Ich gehe jetzt mal hier rein. Sonst haben wir hier gleich die erste Folge nur mit Rumsuchen gemacht. Verbracht, das möchte ich eigentlich nicht. So. Oha. Was ist das? Ich muss erstmal alles kaputt machen. Also, ne, bevor ich irgendwas kontrolliere, erstmal alles kaputt machen. Ganz wichtig. Sau cool, gefällt mir. Was? Oh, ach so. Da geht's oben weiter. Ach so, das ist... Ah, okay, verstehe. Einmal rumgedreht sozusagen. So, das Ding mache ich lieber aus der Ferne kaputt. Ich weiß nämlich nicht, ob das irgendeinen Fernangriff hat. Oh, warte. Ih. Haben wir eigentlich eine Lebensanzeige? Ich habe noch keine gesehen. Wahrscheinlich taucht die erst auf, wenn wir Schaden nehmen. So. Ach, sehr motivierter Schädel. Oh, oh. Jetzt geht's los. Ei, ei, ei. Ah, die blocken auch. Kann ich auch blocken? Okay. Ah, oh, da kommen Dinger aus dem Boden, das sehe ich jetzt erst. Aha. So. Das klappt ganz gut mit dem Zielen, muss ich schon sagen. Und man kann auch über die Büsche hinweg schießen, das finde ich auch sehr gut. Ein bisschen wie beim Binding of Isaac, ne? Hier so Räume mit Gegnern und dann ab in den nächsten Raum mit Gegnern. Okay, der hat mir jetzt gerade auch wehgetan, aber ich habe keine Gesundheitsanzeige. Er hat ein Schild, der Sack. Achso, einfach von hinten angreifen. Das geht natürlich auch.
Ja, die kann man leider nicht in den Abgrund schießen. Schade. So, ich denke mal, Items werden hier noch nicht groß sein, weil ich meine, das ist ja noch Tutorial. Verdammt, ich habe in der Mitte diesen... Ich wollte diesen komischen... Ja, diese komische geschmolzene Laterne hier. Okay, können wir nichts machen. Alles klar. So, Bomben habe ich ja auch noch. Die hebe ich mir aber, glaube ich, für die Hexe auf, die da gleich kommen soll. So, bisher läuft es doch ganz gut, oder? Also, noch. Ich meine, der Dungeon hier, der ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz so schwer. So. Oha. So, ich mach das mal gerade mit dem Bogen, ne? Ah, siehst du, das Ding produziert nämlich mehr von diesen Dingern da. So, noch sind wir aber stark genug, um alle Gegner platt zu machen. Mal schauen, wie lange das noch so bleibt. Oha, was ist das denn? Ach verdammt, du musst diese Dinger anzünden, um durch die Tür zu kommen. Hast du zufällig was dabei, mit dem man Feuer machen kann? Aber natürlich. Setze deine Fackel ein, indem du Y drückst und dazu muss die Fackel mit dem Steuerkreuz zugewiesen sein. Du kannst jederzeit deine Tasche mit öffnen und Gegenstände mit zuweisen. Das heißt, das ist dann hier die... Ah. 1, 2, 3. Achso, das sind... ja, okay. So, wie gehe ich rüber? Mit den oberen Tasten, die Kopftasten. LT und RT. Damit geht das. So, was habe ich hier noch? Ach du lieber Gott. So, das sind mit dem Status. Da kann ich da hin. Wie ist das denn mit Speichern eigentlich hier in dem Spiel? Wenn man so... Speichert er automatisch? Wahrscheinlich, ne? Nun gut. Ja, dann... ich brauche ja erstmal nichts umändern. Wir haben ja hier unsere Fackel dabei. Würde mal interessieren, ob die mehr Schaden macht als das Schwert. Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Aber wir können ja damit auch angreifen. Oh, das sieht nach Boss-Time aus, oder? Ja. Was ist das denn? Day of the Tentacle oder was? Sieht fast so aus. Ha, ich hätte wissen sollen, dass du das warst, Puku. Ungeziefer kann man eben nicht ewig fest... Achso, ist das nicht eine Hexe? Entschuldigung. Ungeziefer kann man eben nicht ewig fernhalten. Ich weiß gar nicht, ob die so spricht. Ist auch egal. Tja, mit Ungeziefer kennst du dich ja aus. Oh Mist, ich hätte mir vorher etwas Besseres einfallen lassen sollen. Also, Poco, was soll das, dass du das Schwert so früh hierher bringst? Nach meinem Fluch, nach meiner Fluchuhr haben wir noch 5 Tage, bis ich es im schicksalhaften Kampf töte, oder nicht? Ja, du musst Pokus neuestes kleines Spielzeug sein. Sehr erfreut. Ich hoffe, sie hat dir erklärt, worauf du dich da eingelassen hast, oder? Oh, sie? Also ist Poko eine Frau. Ja, schön, dass ich das jetzt auch mal erfahre. Ich spreche denn die ganze Zeit wie ein Mann. Ist egal, ich spreche denn jetzt einfach weiter so. Scheiß drauf. Ich mag Spielzeuge nicht besonders, musst du wissen. Sie sind eine Ablenkung. Sie bringen den Leuten Freude, Unbeschwertheit, Hoffnung. Das sind Werte, die für meine trotteligen Anhänger keine Rolle spielen sollten. Also ich werde an dir ein Exempel statuieren, du kleines, fieses Etwas. Ich werde jede Naht auftrennen, die dich zusammenhält. Ja, ich werde dir deine kleinen Knopfaugen aus dem Gesicht reißen und dann werde ich jeden Krümel der Füllung nehmen und alles in dir in die 4 Himmelsrichtungen zerstreuen, damit jeder weiß, wozu Hoffnung führt, nämlich zu nichts. Moment, du bist ein Spielzeug? Wow, das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass das Schwert von Ditto ein Spielzeug ist. Natürlich ist sie kein Spielzeug, das war eine Metapher, du hirnrissiges... Tief einatmen, Wusa. Und ausatmen, Wusa. Du da, aber da du aber schon hier bist, warum ersticke ich die Sache nicht einfach im Keim und spare uns allen Zeit? Bitte entschuldige, Schwert, ist nichts Persönliches. Ah! Oh Gott, Entschuldigung. Hey, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Das Schwert fällt.
und so fiel das Schwert zu Boden mit fahlem Licht und stumpfer Klinge. Wie so viele zuvor und so viele danach. Da niemand mehr ihre Auferstehung verhindern konnte, packte Mormo das Land mit ihren Tentakeln der Finsternis. Die Leute senkten voller Angst den Kopf und hofften still, dass das Schwert eines Tages wiedergeboren werden würde. 100 Jahre später, gerade als die letzten Funken Hoffnung dabei waren zu erlöschen. Uhu! Mann, ich sollte öfter die unheimliche, geisterhafte Stimme sein. Egal, so. Hallo! Zeit, dass wir gehen. Also, ne, ist jetzt endlich mal Zeit. Also, wir müssen jetzt los. 100 Jahre habe ich auf einen weiteren Anlauf gegen Mormo gewartet. Also, los jetzt. So. Oh, ich will erstmal zocken gehen. Ich will erstmal, was ist das denn hier? Nintendo-Konsole reloaded. Geil. Ich will erstmal zocken. Sau cool. Okay, so, wir sind aufgewacht. Wir sind natürlich jetzt nicht mehr das Mädel von eben. Das war 100 Jahre zuvor. Jetzt sind wir, wie gesagt, 100 Jahre in die Zukunft versetzt worden. Boah, cool. Hier ist es zwischen ganz schön eklig. Erstaunlich, was Mormo in einem Jahrhundert mit einem Ort anstellen kann. Was, du hast keine Ahnung, wer ich bin oder was du hier machst? Na schön, ich gebe dir eine Kurzeinführung. Bereit? Du bist das neueste Schwert von Ditto. Kurz gesagt, lauf rum, bestehe Prüfungen nach Mormo, mach Mormo platt, kehr zu deinem Alltag zurück, bla bla bla. Hör mal, ich weiß ja, dir geht das alles ein bisschen zu schnell, aber wir haben sehr wenig Zeit, okay? Sobald du das Schwert in der Hand hast, erinnerst du dich wieder an alles. Muskelgedächtnis oder so, keine Ahnung. Ist so wie mit Wasser, vergisst auch nie oder... Ach, keine Ahnung, ne? Hier, weiß schon. Das Schwert sollte bei seinem letzten Besitzer sein, also auf zum Friedhof. Folge meinem Marker. Natürlich, auf dem Friedhof. Und wie das immer so ist, ich gehe natürlich erstmal nach links und schaue mich hier ein bisschen um. Aber bevor wir uns jetzt hier umschauen, ich weiß nicht genau, ob ich jetzt schon einen Cut gemacht habe, wahrscheinlich nicht. Ich beende jetzt erstmal die Folge hier an der Stelle und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei Swords of Ditto. Bis dann.